Facebook Fanpages analysiert. Heute geht es um Microsoft. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INM AG und Sie schauen website-marketing.ch. Ich habe 13 Kriterien zur Analyse von Fanpages auf Facebook ausgeschält und diese präsentiere ich Ihnen ganz kurz, bevor wir dann auf die Microsoft Fanpage auf Facebook gehen und die untersuchen. Ich habe hier die 13 Punkte. Punkt 1 gibt es ein Vanity-URL, also den extra URL, den man sich reservieren kann. Dann gibt es ein Profilbild, logischerweise mit Logo, ganz wichtig. Hat die Seite einen Titel, Fotostrip, wurde der customized oder ist der zufällig ausgefüllt? Den Info-Tab, ganz ein wichtiger Teil, wurde der ausgefüllt? Dann die Welcome-Page, also gibt es eine sogenannte Einstiegsseite, die Standards-Tabs, wurden die ausgefüllt, Sachen wie Foto, Video und Veranstaltung? Dann ein Call-to-Action-Fan-Gating, also zwingt man gewissermaßen die Fans, dann eben auf den Like-Button zu klicken, dann den individuelles Landing-Tab, also gibt es was Spezielles da drauf, das extra erstellt wurde. Dann empfiehlt die Seite auch andere Seite, sind die Status-Updates kontinuierlich geführt, gibt es auch Dialoge und ist der Info-Tab ausgefüllt. Und wie Sie sehen, habe ich bis heute 10 Unternehmen bewertet, das sind die mit den meisten Fans auf Facebook drauf. Und ganz klarer Leader ist hier Starbucks, knapp vor Red Bull. Und dann kommen weitere hinten abgeschlagen, am wenigsten Punkte bis heute, Converse, Allstar. Die haben das aus meiner Sicht oder nach meiner Analyseform haben sie das am schlechtesten gemacht. Und heute geht es, wie gesagt, um Microsoft. Schauen wir uns gleich die Fanpage an und analysieren die gemeinsam. Ich bin hier auf der Fanpage von Microsoft. Sehe hier mal den Vanity-URL. Das ist sicherlich gut gelöst worden. Dann haben wir das Profilbild hier mit dem Logo drin und ganz wichtig, die weisen hier auf die Customer Electronics Show hin, das ist die CES. Das finde ich gut, Aktualität in dem Profilbild drin. Dann der Titel hier, Microsoft, der ist entscheidend auch für die Suchmaschine. Gut wäre, da wären noch ein paar Keywords drin, ist natürlich nicht ganz so einfach bei der Vielfalt von Produkten, die sie haben. Dann die Welcome Page, da bin ich jetzt gewissermaßen auch drauf und den Call to Action. Das heißt, hier kann ich jetzt beispielsweise auf Enter Now klicken, komme hier dann auf dieses Formular drauf. Auf dem Formular kann ich mich jetzt anmelden. Ich musste jetzt hier nicht auf Like klicken, das braucht es also nicht unbedingt, dass ich hier dabei bin, aber ich kann mich jetzt halt hier für die Show anmelden, sicherlich gut genützt aus meiner Sicht. Gehen wir wieder zurück, das Thema Fangating, also ein Must-Like, das haben wir hier, wenn ich hier auf Big Windows Phone klicke, komme ich hier auf die Seite drauf und da muss ich jetzt Wanna See Something Big, muss ich hier auf Gefällt mir klicken. Das steht zwar hier nicht, finde ich auch nicht gut, weil der Pfeil da links drüben ist. Trotzdem, das funktioniert hier. Wenn ich auf Gefällt mir klicke, kommt hier noch eine Aufforderung, dass ich eben Microsoft weiterempfehle. Das finde ich clever gelöst. Sage ich aber Nein, danke und komme hier jetzt auf das riesengroße Windows Phone drauf. Genau, läuft jetzt auch im Hintergrund Musik ab und so weiter. Ein kleiner Video, finde ich perfekt gelöst. Also den Call to Action, den haben wir hier sicherlich drin. Dann schauen wir weiter, ob die Info mit URL drauf ist. Die ist hier nicht drauf. Die müsste hier irgendwo unten drin sein, hier zwischendrin. Das hat Microsoft nicht ausgefüllt. Den Punkt kann man hier nicht geben. Dann die Standard-Tabs wie Videoveranstaltungen und Fotos, die sind hier drin, sicherlich gut gelöst. Hier bin ich im Info-Tab selber drin. Ich habe hier links drauf geklickt. Der ist gut ausgefüllt. Auch noch mit Verweis hier auf den Twitter-Channel. Finde ich gut gemacht. Individuelle Landing-Tabs, die haben wir uns vorher angeschaut, eben dieses Big Window Phone oder eben auch diese CES, das ist drin. Den Fotostrip, den sehen wir hier in der Pinnwand drin und auch hier hat man geschaut, dass hier Produkte, Software und Produkte eben von Microsoft angezeigt oder angepriesen werden. Auch Bing, die Suchmaschine, sehr gut gelöst. Wunderbar, wie sie das gemacht haben in dem Fotostrip. Sie empfehlen hier unten auch weitere Sites, natürlich vor allem Ihre Sites oder hauptsächlich Ihre Sites, wenn man hier sehen kann, trotzdem ist das drin. Die Statusmeldungen, die sind aktuell 16 Stunden. Hier unten bin ich auf 18 Stunden, also wird täglich mehrmals gepostet und es hat natürlich auch eine Regelmäßigkeit drin. Das heißt, ich sehe Kommentare und so weiter schön vertreten. Die Seite ist also gut aufgebaut, hat mehr oder weniger alles drin, was man sich wünscht, außer jetzt eben dem Infoteil links drin und das bringt mich dann zu folgendem Urteil. Wir sind hier hinten bei Microsoft. Im Vergleich zu allen anderen Firmen, die ich bis jetzt analysiert habe. Und damit kommt Microsoft auf 12 Punkte. Den einzigen Punkt verschenkt sie sich hier mit diesem Info, mit URL und Kurzbeschreibung.
Da fehlt was drin, aber alles andere ist auf der Seite drauf. 12 Punkte. Ich finde die Seite sehr gut gelöst. Sie ist nicht zu überladen, es hat nicht zu viele Tabs drin. Es hat einen Call to Action, es hat die Einladung zu dieser CES. Also da merkt man, da sind Profis am Werk, die kümmern sich drum, auch wenn Microsoft natürlich irgendwo eine Partnerschaft mit Facebook hat, muss man sich trotzdem darum kümmern, das geht ja nicht von selbst und da sitzt sicher jemand oder mehrere Leute dran und pflegen diese Seite. Ich würde also sagen, sehr gut aufgebaut. Mich natürlich interessieren, was ihr von der Seite hält. Kommentare wie immer hier, auch wenn ihr eine andere Seite habt, die ich analysieren soll, schreibt es da unten rein, würde mich freuen. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INMAG und Sie haben Website marketing.ch geschaut.